Meine Damen und Herren, ich habe es zu Beginn schon gesagt, der Höhepunkt eines jeden Neujahrsempfangs ist die Verleihung der Lippstädter Rose. Seit 2005 werden Personen, die ehrenamtlich tätig sind, herausragend ehrenamtlich tätig sind in den unterschiedlichsten Bereichen, im Bereich Soziales, Kultur, Natur- und Umweltschutz damit ausgezeichnet. Und die Auszeichnung wird vornehmen natürlich Herr Bürgermeister Sommer, und den darf ich an dieser Stelle auch wieder auf die Bühne bitten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste des Neujahrsempfangs, die gute Tat, die ungepriesen stirbt, wirkt tausend andere, die sie zeugen könnte. Dieser Satz stammt von dem englischen Dichter und Dramatiker William Shakespeare. Wie für einen Dichter üblich, drückt sich Shakespeare hier sehr dramatisch aus. Die Grundaussage trifft allerdings meiner Ansicht nach den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf. Viele gute Taten, viel ehrenamtliches Engagement fällt im Alltag oft unbemerkt unter den Tisch und wird nicht so gewürdigt, wie es das verdient hätte. Das ist nicht nur schade für die zahlreichen Helferinnen und Helfer, sondern auch für die Menschen, die vielleicht nur ein gutes Vorbild als Inspiration bräuchten, um selbst tätig zu werden. Eine gute Tat kann viele weitere hervorbringen, da kann man William Shakespeare nur beipflichten. Unter diesem Gesichtspunkt ist damals im Jahr 2005 auch die Lippstädter Rose ins Leben gerufen worden, um das Ehrenamt stärker zu würdigen, Menschen auszuzeichnen, die Vorbilder sind, die durch ihr leidenschaftliches Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz Menschen und Projekte bewegen. Die Lippstädter Rose ist deshalb eine Auszeichnung, die so wichtig ist, weil sie uns den Stellenwert von Engagement in Erinnerung ruft, weil sie Menschen würdigt, die im Stillen wirken, und weil sie Inspiration schafft und Vorbilder präsentiert. Einen solchen engagierten Menschen, der sich um den Stadt sehr verdient gemacht hat, möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, Herrn Hans-Werner Koch. Herr Koch, wenn man Ihren Namen hört, schießen einem direkt viele Dinge durch den Kopf. Mir ist als allererstes der Treff am Park eingefallen, heute meistens kurz TAP genannt. Als das TAP damals seinen Anfang nahm, haben Sie sich konstruktiv unkritisch eingebracht und Ihrer Funktion als Sprecher des Initiativkreises Lippstadt Südwest einen guten und regen Kontakt zum TAP aufgebaut. Seitdem sind Sie der Einrichtung eng verbunden und packen immer wieder an, wenn mal Not am Mann ist. So kauften Sie beispielsweise einen Billardtisch und legten auf den Grünflächen gemeinsam mit vielen Unterstützern einen internationalen Generationengarten mit Buhlfeld, Kinderspielplatz und Pavillon an. Und dabei waren Sie sich natürlich auch nicht zu schade, selbst Hand anzulegen und anzupacken. Ihre Verbundenheit spiegelt sich auch darin wider, dass Sie seit über 9 Jahren jedes Jahr die Kinder aus dem TAP in den Tierpark Nadermann in Schöning einladen und dort einen Tagesausflug durchführen. Den krönenden Abschluss ist dann immer ein gemeinsames Grillfest auf dem Campingplatz, und finanziert wird das Angebot fast ausschließlich von Ihnen und Ihrer Familie. Ihr Einsatz für Kinder und Jugendliche zeigt sich auch ganz deutlich, als Sie für die Aktion Kein Kind ohne Mahlzeit, viele werden sich daran erinnern, im Jahr 2010 über 1.800 Euro sammelten und der Kopernikus-Schule zur Verfügung stellten. Verkleidet als Bettelmönche sind Sie gemeinsam mit Ihren Mitstreitern mit Spendendose und Mönchskutte während der Herbstwoche durch Lippstadt gelaufen und haben den Lippstädtern durch den Kauf eines Ablassbriefes ihre kleinen Sünden vergeben. Schon für 99 Cent konnten die Lippstädter für kleine Vergehen wie häufiges Fluchen über Schlaglöcher oder Spucken in den Alberssee Vergebung erfahren. Unermüdliches Einsetzen, Nachfragen und immer die Augen offen halten, wo Hilfe gebraucht wird, zeichnet Sie, Herr Koch, aus. Besonders zum Ausdruck kommt das auch in Ihrem unermüdlichen Einsatz für die Senioren in Lippstadt. Ihnen liegt daran, dass das Umfeld noch seniorengerechter wird und sich alle Generationen hier wohlfühlen. Als langjähriger Vorsitzender des Seniorenbeirats haben Sie viele verschiedene Projekte aufgegriffen, angestoßen, initiiert und umgesetzt. Besonders zu erwähnen ist aber auch die Aktion Ruhebänke,
als Rettungsinseln. Auf ihre Initiative wurde das Projekt im Beirat aufgegriffen und anschließend von der Stadt umgesetzt. Seit 2003 wird jede Bank, egal ob in den Feldfluren, in der Straße oder auf den Friedhöfen, mit einer Plakette versehen, auf der eine Nummer steht. Sollte also jemand Hilfe benötigen und sich in der Nähe einer Bank befinden, schaut man einfach auf die Nummer. Der Hilferuf geht an Polizei oder Rettungsdienst. Und gerade ältere Menschen, für ältere Menschen bedeutet diese Regelung eine große Sicherheit und Hilfe. Ein weiteres Projekt, das ich beispielhaft erwähnen möchte, das unter Ihrem Vorsitz im Seniorenbeirat sprichwörtlich ins Rollen kam, ist der mobile Einkaufswagen. Seit 2012 machen sich einmal die Woche zwei Kleinbusse auf den Weg, um Senioren zu Hause abzuholen und zu einem Supermarkt zu fahren. Auch beim Markt der Möglichkeiten waren Sie in Ihrer Funktion als Vorsitzender des Seniorenbeirates immer wieder aktiv und haben viele gute Ideen eingebracht. Sie wissen um die Bedürfnisse gerade der älteren Lippstädter und sind immer bemüht, auf die Sorgen und Nöte einzugehen. So engagieren Sie sich. So engagierten Sie sich auch für einen Verkehrssicherheitstag, der speziell für die Probleme älterer Menschen geschaffen wurde. Austausch, Miteinander, Gemeinschaft, das sind die zentralen Schlagworte, die sich wie ein roter Faden durch Ihre Aktivitäten zieht. Sie engagierten sich beim Projekt Latschen und Tratschen, indem Sie als schöne Aufgabe, Spazierpate tätig waren. Also bei regelmäßigen Spaziergängen erkundigen Senioren auf diese Weise die Stadt und kommen miteinander ins Gespräch, heraus aus bestehender oder drohender Isolation. In ihrer Nachbarschaft, in ihrem Quartier, kennt man sie als jemanden, der hilft, wenn es nötig ist. Sie unterstützen, wo sie gebraucht werden, beraten und sind Ansprechpartner für Sorgen und Nöte. Sie sind damit Ihrem Quartier besonders verbunden. Und ein Projekt, das Ihnen dabei besonders am Herzen liegt, ist der Verein Wir im Quartier Lippstadt Südwest. Der Verein wurde von Ihnen mitgegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, generationenübergreifende soziale Aktivitäten zu fördern, durchzuführen. Ziel war dabei auch die Erbauung eines Mehrgenerationenhauses, dank Ihres Einsatzes und Ihrer Ausdauer konnten wir im vergangenen August dort Richtfest feiern. Ich bin sicher, dass das ein weiterer Baustein zur Förderung von Gemeinschaft und Verständnis zwischen Jung und Alt sein wird. Ihr Engagement schafft Verbindung und Gemeinschaft und das ist neben der ganz praktischen Hilfe das sicherlich zentrale und schönste Element des Ehrenamtes. Deshalb freue ich mich, Sie heute auszeichnen zu können und verlese die Urkunde mit folgendem Wortlaut. In Würdigung der hervorragenden Verdienste im ehrenamtlichen sozialen Bereich wird Hans-Werner Koch die Lippstädter Rose verliehen. Lippstadt, den 10. Januar 2016 in Bonn. Meine Damen und Herren, ich war sehr überrascht, dass mir diese Auszeichnung überreicht wird. Mein erster Gedanke, das gibt es so bestimmt andere, die mehr getan haben als ich. Der zweite, danke für die Auszeichnung, ich freue mich einfach. Ich habe meinen Einsatz immer als selbstverständlich angesehen. Nichts Besonderes eben, meist ganz spontan. Ohne Freunde, vor allem aber meine Frau, wäre alles nicht möglich gewesen. Sie hat mich einfach laufen lassen und mit mir geschimpft, wenn ich mit meinem Eifer mal wieder jemand auf die Füße getreten habe. Darum gehört ihr mit Sicherheit die Hälfte der Lippenrose. Frauen sind nun eigentlich der heimliche Motor, der uns Männer in Schwung bringt. Das Ehrenamt, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, ist das ein Glück, dass wir in unserer Verwaltung eine Stelle haben, bei der wir Informationen bekommen, wenn es darum geht,
gerne helfen zu wollen. Helfende werden überall gebraucht. Meine Arbeit, die ich immer gern getan habe, wäre ohne den Bereich Soziales mit Frau Bolder, Herrn Kaltoff und Herrn Menzel-Gerling nicht gelungen. Sie waren stets. Sie waren stets zur Stelle, wenn ich Unterstützung brauchte. Darum meine Bitte. Unsere Stadt hat noch so unendlich viel vor. Unterstützen Sie mit ehrenamtlicher Tätigkeit, wo Sie können, Sie. Unsere Enkel und Urenkel werden es Ihnen danken. Ja, unsere Stadt braucht Sie und Ihre Hilfe. Zum Beispiel bei den Senioren. Sie benötigen unsere Unterstützung, wenn sie alt geworden sind. Senioren werden mittlerweile 100 Jahre alt, aber dann haben sie auch 80-jährige Kinder. Sie alle wollen und sollen gepflegt werden. Wir müssen auf unsere Jüngsten aufpassen, ihnen Schutz und Sicherheit geben, ihnen helfen, auf einen guten Weg zu kommen. Flüchtlinge, Asylbewerber, Vereine, Verbände, die Liste ist unendlich lang. All das geht nur in Begleitung durch ehrenamtliche Eltern. Ich habe meine Lücken gefunden und sehr viele wunderbare Menschen kennengelernt. Danke. Wir warten jetzt gerade noch mal eben auf die Blümchen. Ja, ich wollte Ihnen in diesem Moment noch eine kleine Anekdote aus dem letzten Jahr erzählen. Wir trafen uns hier mit dem Sekt, der war im letzten Jahr alkoholfrei und leider auch noch nicht so richtig kalt, was zu der Aussage führte von einer nicht näher genannten Person, die knapp 2 Meter groß ist: Was habt ihr da für eine Plörre? Wir haben diese konstruktive Kritik uns sehr zu Herzen genommen. Dieses Jahr gibt es was mit Alkohol und es ist kalt. Und ich freue mich, dass wir an dieser Stelle einmal aufeinander anstoßen, miteinander aufeinander anstoßen können. Der Vollständigkeit halber soll ich jetzt sagen, ist besser. Ein bisschen musikalische Untermalung, wenn es noch länger dauert. Andreas.